Volker Guse, es hat einen Unfall gegeben in Dortmund-Huckade. Die ersten Informationen, was kann man schon sagen, was ist passiert? Also laut Aussagen des Straßenbahnfahrers hat er die Türen geschlossen, ist angefahren und dann hat er jemanden schreien hören. Er hat dann sofort angehalten und es ist eine Frau zwischen der Straßenbahn und der Bahnsteigkante eingeklemmt gewesen. Warum und wieso das passiert ist, wissen wir noch nicht. Das ermittelt momentan die Polizei. Sie haben gerade gesagt, die Frau hat eine Menge Glück gehabt. Was kann man dazu sagen? Also sie war kopfüber nach unten eingeklemmt und so wie die erste Einschätzung vom Notarzt war, hat sie also innere Verletzungen, aber es ist wohl nicht so schlimm, wie wir es angenommen hatten. Das muss man abwarten, was jetzt die weiteren Untersuchungen im Krankenhaus ergeben. Die Frau war nicht allein unterwegs? Nein, die Frau hatte ein Kleinkind im Kinderwagen geführt. Das Kind ist von der Polizei erstmal übernommen worden, um weiter zu gucken, Verwandte ausfindig zu machen, damit das Kind auch wieder geguckt wird. Viele Menschen drumherum am Bahnsteig haben das Ganze mitbekommen. Was bedeutet das für die Feuerwehr? Wo muss man dann vielleicht noch mal ein bisschen genauer hingucken? Also wir haben aufgrund dessen, da sehr viele in der Straßenbahn waren und auch nachher hier rausgeführt worden sind, haben wir erstmal unser Kriseninterventionsteam rauskommen lassen. Wir haben den leitenden Notarzt rauskommen lassen, damit wir gucken können, wo brauchen wir oder wo brauchen Leute Hilfe, die wir dann anbieten können, damit sie dann professionelle Hilfe von uns bekommen. Dankeschön. Gern geschehen.